Ja, meine Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ein ehemaliger Klassenkamerad hat sich gemeldet. Wir sind zusammen in dieselbe Ausbildungsklasse gegangen. Und er ist da mit seinem Zuschauerfahrzeug. Hier drüben ist er nämlich. Der Patrick. Mein Namensvetter für alle, die nicht wussten, dass ich nicht Wilfried heiße. Patrick, passt. Er hat uns ein schickes Fahrzeug mitgebracht, was ich denke, zu sehr auf dem Kanal vernachlässigt wurde. Es ist ausnahmsweise auch mal kein Mercedes. Es ist nämlich Volkswagen. 13 Zoll Felgenrollen, Baby. Auf meine Volkswagen. Es ist egal, ob sie wollen oder nicht, Baby. Ich komme Volkswagen. Golf, ihr seht es schon, GTI, Performance, soweit ich weiß. Ja, erzähl mal kurz was darüber. Was ist das für ein Baujahr? Kilometer? Was hast du da so bestellt? Also es ist ein Golf GTI Performance, Baujahr 2018, 245 PS mit 370 Newtonmeter. Und da wollen wir gleich auch mal schauen, wie schlägt er sich denn so gegen CLA 45? Ihr habt euch ja schon ewig lang gewünscht, dass wir mal ja, so ein CLA 45 versus machen. Ne? Also jetzt zum Beispiel versus den Golf. James habe ich auch nochmal angeklingelt, der kommt mit seinem C63 nochmal rum. Diese Woche eventuell noch, also da erwarten euch dann noch mal geile Videos und dann können wir auch mal schauen, wie gehen denn die Autos so gegen den CLA 45 beziehungsweise wie geht der CLA gegen ja, so andere Fahrzeuge, einfach mal im Vergleich. Also, wir schauen uns erstmal dein Fahrzeug an, ist weiß, das sehen wir alle, gibt es da eine genaue Bezeichnung? Pure White. Pure White ist das Ding und natürlich Xenon-Scheinwerfer. Die Felgen sind jetzt nicht die allerdollsten, wie du schon gesagt hast, 17 Zoll, aber im Winter fährst du, denke ich, 19 Zoll. Ja, so kann man es natürlich auch mal, Freunde. Sommer 17, Winter 19 Zoll. Einmal gedreht. Gut, Innenraum technisch haben wir hier ja schon den Facelift Golf 7, der mit dem digitalen Cockpit, Freunde, schmeißt das Ding mal an, damit wir uns mal darunter was anschauen können. Ihr kennt es ja noch vom C63, der hatte das ja auch schon gehabt, der Facelift. Der hat das jetzt auch, hier, so sieht es aus. Finde ich, ist ganz schick. Ich bin hier der Einzige mit analogen Tacho noch. Also bin ich schon leicht schneidig hier. Schönes Lenkrad, gefällt mir eigentlich auch gut. Schön abgeflacht, schön hier das Ganze aus Alu. Großes Navi, oder? Schmeiß mal das an, wie sieht das aus, die Oberfläche? Ich kenne mich halt mit Golf überhaupt nicht aus, Freunde. So sieht das aus. Automatik gibt es aber auch noch als Handschalter, oder? Genau, richtig. Genau. Aber Automatik war dir wichtig? Genau, ist für mich chilliger. Genau. Ist einfach chilliger, genau. Gut, wir schauen das Ding nochmal von hinten an und dann kannst du es auch gleich mal anschmeißen. Lass mal an direkt. So schaut das Ding aus. Zwei große Endrohre, muss ich sagen. Also die sind wirklich, wenn man mal Faust dagegen hält, relativ groß. Und gib mal ein paar Revs, damit wir mal anhören können. Bis 3000, achso. Da ist sogar ein Rev-Limiter jetzt drin. Also der dreht gar nicht höher als 3.500 bis 4.000 Umdrehungen, so wie meiner das noch macht. Aber das ist bei allen neuen Autos so, beim C63 ja auch, bei dem GLE von meinem Vater auch. Und ja, das ist ein Golf GTI. Ich bin noch nie mitgefahren, ich fahre auch gleich mal mit. Golf bin ich generell noch nie gefahren. Ich weiß nicht, wie das Ding abgeht. 245 PS, fehlen über 100 PS zum CLA, aber der ist auch bestimmt ein bisschen leichter. Ich bin mal gespannt, wie das Ding geht. Ballerst du mal kurz hier vorne weg, damit wir mal nach von außen anhören können. Ist jetzt schon ganz schön leise. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding schon ein OPF hat, also Autopartikelfilter müsste er eigentlich, wenn er so neu ist. Aber das ist schon brutal, wenn man das vergleicht mit den AMG Sound. Beides 2 Liter Vierzylinder Motoren. Puh, Freunde, da hätte ich mir jetzt mehr auf von dem GTI. Wir schauen aber jetzt nochmal unter die Motorhaube. Aber er macht schon einen bösen Eindruck, muss man sagen. Also er sieht schon böse aus. Das ist echt nicht schlecht. Motorhaube, wir gucken nochmal drunter, unter den Haufen. Ja, wie geht denn das bei Golf auf? Jetzt stehe ich aber da, Mann. Da musst du mal anpacken. Aha. Haubendämpfer haben wir sogar, Freunde. Haubendämpfer. Zwar nur einen, aber immerhin. Bei meinem CLA muss ich hier noch mit einem Stäbchen hantieren. Aber hier haben wir den 2 Liter Vierzylinder TSI. Ne? Genau. Heben das mal ab hier. Freunde, guck mal drunter. Hier sehen wir die Zylinder. Hier hinten haben wir sogar noch den Turbo.
können wir hier noch sehen. Der ist jetzt wie beim neuen A45S oder CLA45S auf der Rückseite verbaut. Bei mir ist er hier an der Front noch. Ist aber ganz schön kompakt, das Ding. Also das finde ich echt schon sehr kompakt. Wenn man mal beim CLA reinschaut, ist da hier wirklich alles dicht. Krass. Gut, ich würde sagen, einmal angeschaut haben wir uns das Ding. Jetzt schwingen wir uns rein. Meine erste Fahrt mit einem Golf 7 GTI Performance Facelift. Ich bin mal gespannt, wie mich das Ding in Sitz drückt, ob mich das in Sitz drückt. Und dann gibt es darauf folgend noch ein paar Soundaufnahmen und natürlich das Duell gegen den CLA 45 AMG. Ich würde einfach mal sagen, wir legen jetzt los. So, ich sitze jetzt drin. Mein allererstes Mal, man glaubt es kaum, in einem Golf bzw. Golf GTI. Performance, generell Golf einfach, Freunde. So schaut das Ding jetzt nochmal von innen aus mit Tacho. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was das Ding so kann, was die 245 PS so reißen. Dann schau mal, lass mal knacken. Ja, hier ist in Ordnung. Also es geht. Bist du schon mal AMG gefahren? Nein. Mitgefahren? Bei mir? Nee. Nein. Na, dann sollten wir gleich wahrscheinlich dich noch mal mit einer AMG eine Runde mitnehmen. Der Sound im Innenraum geht eigentlich. Boah, ist in Ordnung. Ich hätte mir jetzt mehr Beschleunigung gedacht, aber irgendwo sind 245 PS ja auch 245 PS. Aber Top Speed schaffst du ja trotzdem 260. Genau. Ne? Genau. Dauert zwar etwas länger, aber ist in Ordnung. Ich hätte noch gedacht, da kommt Schießen jetzt beim Fahren bis in hinten raus. So vorne. Jetzt würde ich sagen, gibt es das Race zwischen CLA 45 AMG und Golf GTI Performance ohne TCR, genau. Und dann nehmen wir den Kollegen hier nochmal eine Runde im AMG mit. Mal gucken, was er da sagt. Mega.
deswegen ist bei Race Start das deaktiviert, aber jetzt im normalen Start können wir hier. Das ballert. Und das ist ja noch nicht mal ein A45, der hinten offen ist, weil der ja eine normale, ja, wie dein Golf halt ist. Hier ist halt durch die Limousinenform alles abgeschottet. Sitzt hier drinnen wie auf der Kanonenkugel. Ja. Oh, dat, 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 oder? Ey, das ist. Aber ich muss sagen, durch dein strammes Gewicht hier geht er echt schlecht. Also, wo ich voll alleine drin saß. Und ich, ey, das merkt man wirklich, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Gewicht macht schon wieder was aus. Alleine ist man auf jeden Fall schneller. Das ist ohne Spaß. Ich denke manchmal, das ist Einbildung. Ich war gerade auch verblüfft, dass das wirklich der Golf, dachte ich, wäre schneller. Aber das sind halt die Unterschiede. Dann nochmal von 140 PS mehr. So, Freunde, das war das Video mit dem Patrick und seinem Volkswagen Golf GTI Performance. Da muss man ja studiert haben, um das auszusprechen, Freunde. Also, wenn ihr euch auch mit eurem Zuschauerfahrzeug bewerben wollt, dann schickt mir eine Anfrage an die unten genannte E-Mail. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem auch mal der Vergleich jetzt mit dem CLA 45 AMG. Weil ja, so ein Golf GTI immer eine gute Messlatte ist und daran kann man sehen, ja, wie schnell ist das andere Auto oder wie langsam ist das. Ansonsten könnt ihr natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen und natürlich auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten checkt mein Instagram ab, Link ist in der Videobeschreibung. Du hast kein Instagram? Leider nein. Könnt ihr bei ihm nicht vorbeischauen, aber bei mir immerhin trotzdem noch. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Red X on my skin, nigga, this war pain. I ain't slept like 4 days. I've been up scheming, grinding, fuck, sleeping, fighting, love, bringing more flame. Tighten up, we got Lord slain. Got the mightiest touch when I'm writing, fuck, nigga, your grace. The official title of the killer, I know, put it in a Bible, in a fourth.